Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Wieder mit Schwester Katharina, Franziskanerin in Olpe. Ich freue mich, dass wir heute früh hier zusammenbeten. Morgens kurz die Nachrichtenlage checken, irgendwann zwischendurch in die Lokalzeitung schauen, ein Wohnungsbrand, Hochwassergefahr, wundervoller Schützenball, Geldautomaten aufgesprengt, Direktor für Grundschule gesucht, Rückblick zum Sportwochenende, zwischendurch die Nachrichten-App durchforsten, um in der aktuellen Weltlage informiert zu sein. Ukraine-Krieg, Hungersnot im Jemen, auch Biden hatte Geheimdokumente zu Hause. Erzbischof Genswein hat mit seinem Buch Papst Franziskus verärgert. Die Nina-Warn-App ploppt mit Wetterwarnungen dazwischen. Ach ja, alles irgendwie viel und nicht toll. Gut, man könnte sich ja abschotten und nichts an sich ranlassen. Aber das ist auch keine Art und Weise, mit dem Leben in der Welt umzugehen. Beim Propheten Jesaja, aus dessen Buch die heutige Lesung ist, steht etwas vollkommen anderes. Da heißt es, kamen Worte von dir, so verschlang ich sie. Dein Wort war mir Glück und Herzensfreude. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott der Heere. Mit dir ist bei Jesaja um 730 vor Christus der Gott Jahwe gemeint. Wir Klosterleute haben es ja einfach. Wir beten jeden Tag zusammen die Tagzeiten und jedes Mal einen Bibeltext. Es gibt die Heilige Messe mit Lesung und Evangelium und selbst zur Nacht hin in der Komplett hören wir ein Wort Gottes. Aber wie geht es Ihnen mit diesem kamen Worte von dir, so verschlang ich sie. Dein Wort war mir Glück und Herzensfreude. Manchmal hilft es schon sehr, kurz mal nachzudenken, welches Wort aus der Bibel mir jetzt gerade einfallen wird. Oder einfach ganz zufällig mal die Heilige Schrift aufzuschlagen, um dann zu lesen und zu schauen, was da steht. Und vielleicht bleibt das eine Wort, das ich mir ins Hirn und ins Herz setzen kann. Mir hat eine Mitschwester als freundlichen Gag einen Aufkleber an die Zimmertür geklebt mit einem QR-Code vom Bibelwerk in Stuttgart. Und jeden Tag, wenn ich daran denke, gehe ich mit dem Scanner meines Smartphones darüber und mir wird jeden Tag ein kurzer Bibelvers zugesagt, jeden Tag ein anderer. Heute heißt er, ich bin bei dir, alle Tage. Das ist doch eine ziemlich gute Aufforderung an mich, über den Tag immer mal wieder an Gott zu denken. Und sein Wort mir Glück und Herzensfreude sein zu lassen. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um kurz nach 6 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.